Wenngleich es noch Risiken gibt, auch hier von den USA, die Statistik der Arbeitslosen, hier der blaue Raketenpfeil nach oben. Also sowas hatten wir selbst in der Krise 2008 und 2009, als man geglaubt hat, das war schon schlimm. Das wird momentan natürlich durch solche Ausschläge klar in den Schatten gestellt und wir müssen abwarten, was da auf uns zukommt. Abwarten müssen wir auch, wie sich die enorme Verschuldung der Notenbanken respektive der Staaten weltweit noch darstellen wird und welche Folgeprobleme es dadurch eventuell geben könnte. Wenn man sieht, die Notenbankpolitik hier bis 2008 sehr einfach und ja geradezu fast langweilig, dann kam die Finanzkrise mit ihren Nachwirkungen, dann hat man versucht, leicht die geschaffene Liquidität zurückzuführen und jetzt kommt eben Corona mit einem Senkrechtstarter und das ist erst der erste Teil, da sind die Konjunkturprogramme noch gar nicht mit drinnen. Und das macht uns schon Sorgen, denn wir stellen natürlich fest, dass die Staatsverschuldung in den USA, in Europa, eigentlich weltweit bis auf ganz wenige Länder extrem hoch war, auch nach der Finanzkrise nicht abgebaut wurde. Und jetzt gibt es dazu nochmal ein Paket obendrauf. Wie das geschultert werden soll, das werden wir sehen, das werden wir genau beobachten. Es gibt auch hierzu ein paar Szenarien, die wir nicht schwarz malen wollen, aber die wir auf unserer Agenda haben. Denn letztendlich, irgendjemand muss die Zeche ja zahlen, dass die Wirtschaft wieder in Gang gekommen ist und dass die Gesundheit Vorrang hatte vor anderen Interessen, was ja gut ist. Und deswegen sagen wir und raten klar, die Strategien sind anzupassen, denn die Ausweitung der Staatsverschuldung ist weltweit und nicht regional. Damit ist für uns klar, dass die Zinsen weiter abgeschafft bleiben. Auf längere Sicht, die Negativzinsen sind auch da. Da muss man seine Strategie ausrichten. Wer heute noch auf Zinsen von 2-3% hofft, der hat schon lange kein Märchenbuch mehr gelesen. Die sind einfach weg, das wird auch so bleiben. Und dann geben wir noch zum Hinweis die Vorsicht bei Kontovermögen, bei Banken. Die Deutschen halten ja den größten Bestand an Liquidität. Ich erinnere hier nur mal an Zypern, als die Staatsverschuldung rund um Griechenland seinen Höhepunkt erreicht hat. Kontovermögen unter 100.000 wurden mit 7% belastet, Kontovermögen über 100.000 mit 10%. Vermögensabgabe direkt an den Staat. Und jetzt kann man zwar sagen, Zypern, das ist ja ganz schön weit weg. Naja, es ist auf jeden Fall in der EU. Es hat das Europäische Parlament zugestimmt. Da saßen damals auch deutsche Politikerinnen und Politiker drin und auch heute noch und haben dieses Vorgehen damals beschlossen und befürwortet. Es könnte vielleicht eine Blaupause für andere Maßnahmen sein. Und übrigens, Wertpapierevermögen war auch in Zypern nicht betroffen, da es einer erhöhten Sicherheitsstufe unterliegt. Und in diesem Zusammenhang wird gerade unter der gewaltigen Anhäufung der Staatsschulden die Asset Protection, also der Vermögensschutz des Kapitals, bekommt eine zentrale neue Bedeutung und muss überprüft und vielleicht neu ausgerichtet werden. Wir empfehlen klar, die Streuung in Sachwertanlagen beizubehalten. Das heißt Aktien, Immobilien, Gold etc. Bitte kein Kontovermögen. Wichtig neben dieser Sachwertstreuung ist für uns aber auch der Lagerort. Nicht alles in Deutschland positionieren, sondern auch international denken. Die Welt, die Wirtschaft denkt auch international. Deshalb sollte es auch das Vermögen tun. Auch da gibt es entsprechende Sicherheitsmerkmale. Aber das klare Ziel und die Botschaft ist, erhöhen Sie, falls nicht schon geschehen, die Sicherheitsstufe Ihrer Vermögensanlagen. Die schlechteste Sicherheitsstufe ist das Kontovermögen. Die zweitbeste ist das Wertpapiervermögen, geschützt. Dann kommt die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft, der eigene Investmentfonds oder die internationale Vermögensstiftung als für uns mit am sichersten geschützte Kapitalanlage. Die Anlagen unterscheiden sich natürlich von ihrem Volumen in der Umsetzbarkeit. Aber das sind so Richtungen, die zu befolgen sind, wenn man sich rechtzeitig, und das empfehlen wir, man muss immer rechtzeitig positioniert sein und nicht warten, bis die Politik dann die Entscheidungen trifft, so wie in Zypern die Nachricht kam, auch
am Wochenende natürlich, dass keiner mehr davor oder danach nach der Nachricht reagieren konnte. Fakt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sachwerte und Aktien waren die Gewinner während derartigen Krisen immer schon. Das habe ich seit 40 Jahren jetzt so erlebt. Und Kontogelder, das sind die, die verloren haben. Letztendlich brauchen Sie eine klare Strategie. Gute Qualität ist die beste Medizin für turbulente Börsenzeiten. Auch eine wichtige Erkenntnis in meinem langjährigen Tun. Und deshalb können wir klar sagen, wer auf Qualität vertraut, der kann sagen, wir vertrauen auf Werte, tun Sie es auch. Dann werden wir aus diesen turbulenten Zeiten gestärkt und erfolgreich hervorgehen. Darf ich Ihnen eine gute Woche wünschen, Ihr Andreas Glogau.